Ich hab's bald schon. So, was kann man aus denen machen? Könnte man theoretisch. Maschinen brauche ich dafür nicht. Wo war er denn? Im Extractor, auch von Industrial Craft. Rubber rausholen. Rubber brauche ich einfach in Mengen. In unerbitterlichen Mengen. Ich habe ja noch ein bisschen was. Ja, der Death Generator hätte mich gestern das letzte Mal fast gekillt. Hat er ja zum Glück nicht. Zwei, drei, vier, fünf und da kommt er hin. Ich mache mir eine Eisenschaufel, das dauert mir zu lang. Da weiß ich auch für die Zukunft, wo die Bäume überall hinkommen können. Je mehr man hat, desto schnell viel mehr kann man auch rausgewinnen, logisch. Und das ist auch tatsächlich besser für mich dann. Weil aus den Saplings kann man auch Rubber gewinnen. Faszinierenderweise. Sieht scheiße aus momentan noch. Wird noch besser aussehen. Wird nochmal gemacht. Und wieder da hochspringen und abbauen und abbauen und abbauen. Ich weiß, ich mache es mir gerade relativ umständlich, aber ich will keine Waffen. Ich möchte nichts benutzen. Möglichst wenig. Neues, da ist noch einer gewachsen. Und wieder da oben.
Ich habe wieder Saplings bekommen. Wie viel? 15. Sehr schön. Damit kann ich mir wenigstens schon mal einen dieser Dinger machen. So, da noch einer. Jetzt noch mal 6. Brauche eine Speichereinheit hier am besten. Ihr seht, das ist nicht das leichteste zum Craften. So, als nächstes brauche ich den hier. Okay, das geht easy. Ich meine, von EU auf RF zu switchen ist schon eine echt starke Energiequelle dann. Andersrum wäre aber auch echt geil. Von RF zur EU. Tin brauche ich jetzt ziemlich viel, das habe ich gar nicht mehr so viel. Ich krieg ein Gear raus, nur schwach. Muss also noch mal sehr weit runter und Gear sammeln, Tin sammeln. Da lang. So, tin 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 tin. Alter Leute, das nervt mich. Wie bin ich denn da hochgekommen? Ach so. So. Das nochmal Kohle. Viel Platz habe ich aber nicht mehr. Shit. Ich hätte Solarpanel aufstellen sollen. Das heißt, ich kann nur Tin mitnehmen jetzt. Ausnahmslos. Das Silber, Silber, Silber. Ist wie viel Silber? Quarz, Kohle, Quarz, Uran. Eisen, Kohle, Quarz, Kohle, Uran, Eisen.
Da war übrigens Lead und Silber, sind meistens zusammen. Oh Freunde, ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich auf dieses LP schon gefreut habe. Minecraft macht einfach immer wieder Spaß. Immer wieder Spaß. I love it. Der ist auch so riesig. Doch nicht. Der ist ein kleiner. Pulverizer muss das jetzt erstmal. Habe ich noch irgendwas? Ein Zombie-Cop. Ein Zombie-Cop habe ich noch. Kommt da nicht rein, shit. Okay, Death Generator, was kann da alles rein? Echt jetzt ein Wither-Cop? Ein Witherkopf kann da rein, aber ein Zombiekopf nicht, oder was? Ups. Ich brauche nicht viel davon. Aber ein bisschen. Ich brauche für den da nur Eisen-Ingots, den Ingots. Jetzt noch zwei Ingots. Danke. So, jetzt haben wir alles Wichtige. Jetzt brauche ich ein bisschen Dirt. Dirt. Der macht halt kaum was daraus, ne? Can't work. Requires Redstone. Okay. Dann kriegt er das auch gleich noch. Kriegt er gleich noch ein Redstone-Signal. Mein Gott, was mache ich denn gerade? Eine Hoe brauche ich nicht, ich brauche eine Pickaxe. So. Wenn dem so ist, muss ich es doch ein bisschen anders bauen. Da einer das alleine nicht machen kann, baue ich das dahin. Weg damit. Ich mach das kurz mal weg. Den Steam Dynamo brauche ich woanders gerade dringender. So, den brauche ich nämlich dann hier. Den brauche ich aber dann. Oh, eine Ranch. Oh nee, ich brauche eine Ranch. Ranch, 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 Ranch. Dafür brauche ich Bronze. Für Bronze brauche ich Tin und Copper. Gott sei Dank habe ich erst vor bis gerade noch gefarmt.
Ist der Eimer. Dann kann der die nicht bepowern. Natürlich nicht. Nicht so rum. Das läuft. Komm. So, Redstone-Signal will der noch. Machen wir es einfach so. Was brauchst du denn als Fuel? Ich sehe ihn da jetzt. Da drauf stellen. Der arbeitet. So. Das wirkt. Es funktioniert, wie man sieht. Es funktioniert zwar nur langsam, aber es funktioniert. Also noch das. Muss ich mal ein bisschen hier aufräumen wieder. Das finde ich cool, dass das funktioniert. Das finde ich echt gut. So, jetzt zeige ich euch mal den Knackpunkt bei diesen Solarpanels. Um ein weiteres Solarpanel davon zu machen, um ein besseres Solarpanel zu machen, brauche ich 8 stinknormale Solarpanels. Und eine LV-Trans und ein LV-Transformer. Der ist noch relativ einfach. Man braucht Kupfer ohne Ende. Wie mache ich jetzt den Coil fertig? Da, mit einem Eisen. LV-Transformer. Ja gut, der hat noch ein bisschen Energie, aber das ist wenig. Den packe ich schon mal dahin. Weil so ein Stufe 2 macht wie viel Energie? Der macht 2 pro Tick. Wie viel machst du pro Tick? Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen, wie viel der pro Tick macht. Jedenfalls würde ich gerne mal davon eine haben. Dann muss ich jetzt nämlich ein bisschen farmen, ein bisschen viel farmen. Viel Rubber Farm, viel Sand Farm.